Natürlich macht man einer Dame die Tür auf, aber doch keinem Androiden. Sehr unterschwellig, die Botschaft. Kommst du? Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fange unten an, mach dann oben weiter. Ich darf aufräumen. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Das ist ja geil. Ja, ja. Kann ich besorgen. Ja, ja. Bring ich dir morgen. Ja, gleich aus, also du weißt wo. Gut. Fernseher an. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort. Oh, Mann. Alice, du hörst jetzt sofort damit auf. Ständig nervt sie. Nervendes Kind. Der Kaffeetisch ist da bei ihm, ne? Scheiße. Nicht, dass er mich gleich anmault, weil ich im Bild stehe. Wundern wird's mich nicht. Okay. Was will das Spiel mich? Das Spiel will mich ja jetzt irgendwie zwingen, dass ich diese Hausarbeiten das muss ja irgendeinen Hintergedanken haben, oder? Was will es? Was denkt es? Verdammt, Mann!
Ganz entdeckte Artikel im Bereich Extras einsehen. Androiden-Power, sollte sie verboten werden. Football-Irse, die neuesten Transfer-Spekulationen. Im dritten Spiel der Saison durchbrach der Androidenwerfer X67 mit einem Pitch die 190-Stunden-Kilometer-Marke. Der menschliche Batter konnte erst schwingen, nachdem der Ball den Fanghandschuh bereits berührt hatte. Ein Android-Pro-Team wurde als Innovation präsentiert, doch mittlerweile dominieren sie die Teamstrategie. Bei jedem Draft übertreffen die großen Profi-Baseball-Teams ihre eigenen Transferrekorde, um die neuesten Androiden-Modelle zu erwerben. Doch leidet das Spiel darunter? Jelly Waterfield, Chefredakteurin des Fanmagazins Home Run, sagt, die Fans seien desillusioniert. Die Magie des Sports sieht die Grenzen des menschlichen Potenzials. Dass eine Maschine diese Grenzen bricht, ist nicht aufregend oder überraschend. Dem stimmt nicht jeder zu. Christopher Lennox, Baseball-Koryphäe und Ex-Pitcher, findet, dass Androiden das Spiel aufregender machen. Die Androiden wirbeln alles durcheinander und pushen die Spieler, ihr Bestes zu geben. Das Spiel kann nur überleben, wenn es sich weiterentwickelt. Century, Transportinnovation, die Kalifornien bewegt. Die Punkte verbinden. Sind US-Senatoren wirklich so korrupt? Erdbeben China tötet 10.000 Menschen. Die neue Subtube beendete heute ihre erste Reise von Manhattan nach Downtown LA in unter 2 Stunden. Weniger als die Hälfte des 5-stündigen Fluges. Die Höchstgeschwindigkeit von 2.900 Stundenkilometern wurde möglich, weil die Bahn durch eine Unterdruckkammer fährt, die den Magnetmotoren eine fast reibungsfreie Umgebung bietet. Für Pendler öffnet sich so die verlockende Aussicht, nach einem langen Arbeitstag im Big Apple die Füße an der Golden Coast ins Wasser zu stecken. Was macht der Typ da? Will ich's wissen? Kaliforniens Immobilienmärkte reagieren. Preise in den Vororten um 64% gestiegen. Immobilienmaklerin Charlene Lowe aus Los Angeles weiß, woher die neuen Käufer kommen. Das sind Typen von der Ostküste, vor allem New Yorker. Sie sehen eine Chance, den New Yorker Lohn zu behalten und einen LA-Lifestyle zu führen und wollen möglichst schnell profitieren. Immobilien sind nicht das Einzige, das verändert wird. Schulplätze werden knapp und die Einzelhändler in den Vororten ziehen in Erwartung der Dollars aus New York die Preise an. Es wird erwartet, dass Langzeit-Kalifornier aus den Städten verdrängt werden, weshalb sie gegen die neue Linie protestieren. Wie ein wütender Demonstrant es ausdrückte, zuerst nimmt uns Detroit unsere Jobs, dann New York unsere Häuser. Wann hört das auf? Okay. Brutal. Ja, dann können wir jetzt erstmal Wäsche waschen, wa? Kann ich hier noch mehr machen? Hast du heute keine Schule? Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Eis, Aceton, Lithium, Thorium, Tulul und Salzsäure. Fass bloß mein Zeug nicht an. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd. Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend.
Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Boah, sein Blick ist ultra. Wahnsinn. Der haut sich da voll den Stoff rein. Oh ja, tatsächlich. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Kannst du nicht lesen. Und jetzt zum Sport. Also weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. Okay. Ich verstehe es, woher hat der das Geld für sie? Oder ist das so vererbt? Oder ich meine, die Frau ist ja wahrscheinlich irgendwie nicht da, abgehauen, verstorben, lieber geflohen. Oh. American Football hat sich dem Einsatz von Androidenspielern bisher erfolgreich widersetzt. Wichtige Spiele sind noch eine rein menschliche Angelegenheit. Doch angesichts der Präsentation von Cyberlife's Demo-Android QB1000, einem Quarterback, der von Endzone zu Endzone werfen und ein 15 cm großes Ziel treffen kann, könnte sich das bald ändern. Das Modell ist außerdem mit über 1500 Spielzügen vorprogrammiert, von Klassikern wie Bootlegs und Handoffs bis hin zu spezielleren Manövern, die alle in Echtzeit angepasst werden können. Sicherlich. Bei einem Cyberlife-Event in Detroit wurde der QB1000 vorgestellt. Der Hersteller zeigte eine Reihe von Prototypen, die das Potenzial modernster Technologie demonstrieren sollen. Cyberlifes neueste Technologie bringt die Fans zum Schwärmen. Doch Roy Kenstone, Gründer der Anti-Androiden-Fangruppe, sieht auch einen düsteren Aspekt. Cyberlife weiß genau, was sie mit dieser Demonstration anrichten. Sie hoffen, unseren Sport so zu verzerren, wie sie es mit allen anderen gemacht haben. Trotz dieser Bedenken betrachten andere es nur als Frage der Zeit. Im Basket und Baseball werden bereits Androiden-Spieler in Erwägung gezogen. Ein Quarterback mit LED könnte schon bald Realität sein. Der Preis des Lebens, wie autonome Fahrzeuge über Leben und Tod entscheiden. Okay. Sieht ein fahrerloses Fahrzeug einen Unfall vorher, trifft der Computer des Autos Entscheidungen über Leben und Tod. Zum Beispiel, welcher von zwei Fußgängern überfahren werden soll. Doch über den exakten Prozess, mit dem Autos diese Entscheidung treffen, ist nur wenig bekannt. Martin Forlong von
Crown Cars versucht klarzustellen, in solchen Situationen sammelt das bildgebende System des Autos Daten, um in Sekundenbruchteilen Alter, Geschlecht, Lebenserwartung usw. so des Fußgängers zu bestimmen. Diese Daten werden mit öffentlichen Statistiken abgeglichen, um Familienstand, Lebenserwartung und mögliche Kinder zu ermitteln. Dann weist das Auto jedem möglichen Opfer aufgrund von Kriterien wie ihrem Beitrag zur Gesellschaft einen Wert zu. Leben, die andere Leben retten, wie Ärzte und Krankenschwestern, werden bevorzugt. All dies mag sehr vernünftig klingen, aber laut Felix Gembe, Leiter der Anti-Automation League, hat das System kein Recht, solche Urteile zu fällen. Jemand mit einer Vorstrafe ist für die Gesellschaft nicht zwangsläufig weniger wert als ein Arzt. Derartige Informationen sind irrelevant für den Schutz menschlichen Lebens. Aber Forlong streitet dies ab. Wir möchten, dass unsere Autos die bestmögliche Auswahl treffen und dafür benötigen sie alle verfügbaren Informationen. Je mehr, desto besser. Das ist crazy. Depressivum, Verhaltensstörung möglich. Therapie. Okay. Ich sagen, kann die Tür nicht öffnen. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Alice im Wunderland. Natürlich. Spricht sie nicht mit mir? Jetzt vielleicht. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Okay. Ich sehe, du willst allein sein. Ich lasse dich in Ruhe.
Okay. Achso, ja klar, für ihre komische Box. Treasures. Da verletzt? Das ist der Vater und die Tochter? Von wegen Autounfall. Demontiert hat er mich. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Zeitbombe. Fertig geputzt. Alles weggeputzt. Marcus, Connor, Kara und Marcus. Kümmere dich um Karl. Ja, keine echten? Okay. Oh, ein bisschen creepy.
Okay, der Typ hat scheinbar Geld. Und ein Problem. Der Kontrollgang. Ach, der Lance. Guten Morgen, Carl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm, bitte, Carl. Nein. Carl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Hm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Carl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Danke, Marcus. Fernseher! Seit Samstag haben russische Kriegsschiffe in der Warezielposition bezogen.
Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Natürlich wieder aufräumen. Oh, schön. Kennt den Schauspieler hier jemand? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn aus Grey's Anatomy kenne. Ich komme nicht auf seinen Namen.
Also, was hältst du davon, Marcus? Das ist er. Ja, es hat das gewisse Etwas. Hm. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Dickköpfig. Der Karl. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Was ich jetzt fühle. Identität, Verzweiflung, Zweifel, Gefangener, Zweifel. Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh, ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt, warum. Ja, ja, ich weiß, warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad.
Du hast mich nie geliebt. Sympathischen Kerl.